die Eigenschaften, die solche Urtitersubstanzen besitzen müssen. Und da wir bei Säure-Base-Titrationen sind, wollen wir uns auch ein paar Beispiele anschauen, die man eben zum Einstellen von Säuremaßlösungen benutzt und zum Einstellen von Laugen benutzt. Also schreiben wir einfach auf, häufig genutzte Urtitersubstanzen bei Säure-Base-Titration. Ich habe es auch schon erwähnt, Natriumcarbonat-Dekahydrat. Eine von diesen Verbindungen. Manchmal nimmt man auch die kristallwasserfreie Form, also das Natriumcarbonat. Das ist eben die Urtitersubstanz, die man nutzt, um Säuren einzustellen oder um den Titer zu bestimmen von Säuren. Also man sagt im Laborjargon, sagt man auch Einstellen von Maßlösungen, damit meint man, dass man den Titer bestimmt. Also einstellen von, das meint Titer bestimmen. Einstellen von Salzsäure-Maßlösungen, auch Salpetersäure wird damit eingestellt, Maßlösung. Und H2SO4 Maßlösung. So, das ist das erste. Auch Natriumhydrogencarbonat und auch Kaliumhydrogencarbonat werden dafür auch genutzt. Da nimmt man kristallwasserfreie Formen in der Regel, die sind nämlich nicht so hygroskopisch, diese Verbindung. Zum Einstellen von Basen nimmt man typischerweise Oxalsäuredihydrat. Manchmal nimmt man auch die kristallwasserfreie Form, deswegen schreibe ich das Dihydrat auch in Klammern. Das ist folgende Verbindung, C2H2O4. Punkt 2H2O. Und das nimmt man, um Laugen einzustellen. Ich denke, das sind die, die Verbindungen, die hier aufgeführt sind, sind die mit Abstand häufigsten bei den Säure-Base-Titrationen. Allerdings, was man genau als Urtitersubstanz einsetzt, das ist auch im eigenen Ermessen. Es gibt keine Übereinkunft, welche Stoffe jetzt tatsächlich Urtitersubstanzen sind, sondern je nach Lehrwerk oder je nach Analysebuch und so weiter gibt es da verschiedene Varianten. Das Arzneibuch zum Beispiel, das versucht, alle Titrationen auf 8 Urtitersubstanzen zurückzuführen, aber auch das Arzneibuch ist nicht das Maß aller Dinge und es gibt viele andere Stoffe, denen man auch Urtitersubstanz beimessen kann oder Rang beimessen kann. Und das liegt also wirklich im eigenen Ermessen. Das schreiben wir uns vielleicht auch auf. Also welche Stoffe? Welche Stoffe als Urtitersubstanz genutzt werden. Liegt auch im eigenen Ermessen. Natürlich ist es nicht beliebig. Es muss den Kriterien von vorher, die wir aufgeschrieben haben, genügen.
Wenn man halt eben einen Stoff nutzt als Urtitersubstanz, dann hat dieser Stoff ganz besondere Eigenschaften. Dann geht man nämlich von aus, wenn man eine Lösung herstellt von diesem Stoff, dann hat die exakt den Gehalt, den sie haben sollte. Dann muss man kein Titer bestimmen oder so etwas, sondern man geht wirklich von aus, man kann den absolut rein einwiegen und es gibt überhaupt nicht irgendwelche Verunreinigungen darin enthalten und deswegen sind die frei von irgendwelchen Titerbestimmungen oder so etwas, sondern man kann direkt die Lösung daraus herstellen, die man dann nutzt und die hat dann den bestimmten Gehalt, je nachdem, wie viel man halt eben eingewogen hat. Das schreiben wir uns vielleicht zum Schluss noch auf. Moment. Spricht man einer Substanz Urtitereigenschaften zu, so geht man davon aus, dass die eingewogene Stoffportion genau den Gehalt besitzt oder genau die Stoffmenge besitzt, die sie nach der molaren Masse haben sollte. Das heißt, wir gehen von 100%iger Reinheit aus. Und eine Einstellung, die einer solchen Lösung ist nicht erforderlich. Oder eine Titerbestimmung. Ist nicht erforderlich. Wenn Sie genau 1,000 Gramm einwiegen, zum Beispiel von Natriumcarbonat-Dekahydrat, dann hat die Lösung auch nachher wirklich 1,000 Gramm pro Liter Natriumcarbonat-Dekahydrat. Wenn Sie es eben auf 1000 Milliliter bringen, da können Sie sich drauf verlassen. Da muss man jetzt nicht mit irgendwelchen Reinheiten oder sowas berücksichtigen oder irgendwie den Titer danach bestimmen. So, schauen wir uns mal die erste Aufgabe an zum Berechnen. Das ist nämlich die Aufgabe 1.15 auf diesem Blatt. Dieses Blatt, das gibt es eben bei www.laborberufe und zwar in dem Ordner C1CL bei den Arbeitsblättern. Die anderen Aufgaben davor, die haben wir ja schon besprochen. Und jetzt geht es um die 1.15. So, der Titer einer einmolaren Natronlauge Maßlösung soll mit Oxalsäuredihydrat als Urtitersubstanz ermittelt werden. Begründen Sie, welche Anforderungen eine Urtitersubstanz erfüllen muss. Das haben wir gerade beantwortet. Da können Sie einfach schreiben bei der 1.15a, siehe oben. Das haben wir gerade gesagt. So, uns interessiert vielmehr jetzt die Aufgabe 1.15b. Berechnen Sie die einzuwiegende Masse Oxalsäuredihydrat.
wenn der Sollverbrauch an Natronlauge bei 20 Milliliter liegen soll. Also die Natronlauge-Maßlösung, die hat eine Nennkonzentration oder eine Sollkonzentration von 1 Mol pro Liter. In Wahrheit wird es aber da mehr oder weniger große Abweichungen geben. Wir müssen also den Titer bestimmen. Und das macht man halt eben so, dass man jetzt eine bestimmte Portion Oxalsäuredihydrat einwiegt, die mit einem Schluck Wasser oder so anlöst und dann halt eben Natronlauge zutropft. Und wenn wir davon ausgehen, dass die 1 Mol pro Liter hat, dann sollte es so sein, dass der Verbrauch bei 20 Milliliter liegt. Das ist also der Sollverbrauch an Natronlauge. In Wirklichkeit wird er ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sein, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass die 1 Mol pro Liter hat. Aber beim Rechnen tun wir so, wenn die eben gerade diese 1 Mol pro Liter erfüllt. Und dann können wir berechnen, welche Masse ich vorlegen muss an Oxalsäuredihydrat, damit eben gerade hier 20 Milliliter verbraucht werden. Und das gilt es zu berechnen. Und das machen wir wie immer. Wir stellen erstmal die Reaktionsgleichung auf. Schreiben wir vielleicht gerade auf. Also 1,15b. So. Also A, siehe oben. Bei B, da stellen Sie die Reaktionsgleichung auf. Das machen Sie alleine bitte. Da haben Sie Oxalsäuredihydrat und das reagiert auf jeden Fall mit dem NaOH zu den Produkten. Das Dihydrat, das Kristallwasser, das schreiben Sie einfach auf der rechten Seite als H2O dazu. Mit dem passiert ja nichts. Ne? Beim Lösevorgang geht es einfach als Wasser mit in Lösung und ist dann einfach normales Lösungsmittelwasser geworden. So. Nachdem Sie die Reaktionsgleichung selber aufgestellt haben, berechnen Sie doch die Stoffmenge an NaOH, die zugegeben werden soll, bis es zum Umschlag kommt. Es ist ja folgendes gesagt, 20 Milliliter sollen zugegeben werden und wir gehen von aus, dass die Lösung 1 Mol pro Liter hat. Und mit Hilfe dieser Angaben können Sie berechnen, wie viel Mol NaOH Sie zugeben müssen bis zum Umschlagpunkt. Und aus dieser Molzahl, die Sie dann berechnet haben, können Sie mit dem Koeffizientenverhältnis, was nicht 1 zu 1 ist, weil die Oxalsäuredihydrat ist eine zweiprotonige Säure. Mit diesem Koeffizientenverhältnis können Sie dann auf die Molzahl schließen an Oxalsäuredihydrat, die Sie eben brauchen, damit eben dann nach 20 Milliliter genau der Äquivalenzpunkt erreicht ist. Und diese Stoffmenge Oxalsäuredihydrat, das müssen Sie im Schluss bloß noch in eine Masse umformen. Und dafür brauchen Sie natürlich die molare Masse von Oxalsäuredihydrat. Und dann können Sie eben diese Grammzahl berechnen. Dieser Feststoff, den man dann hier ausrechnet, den würde man einfach ein bisschen Wasser lösen. Wie viel Wasser man nimmt, ist ziemlich egal. In einem Erlenmeyer-Kolben und dann fängt man halt eben an zu titrieren. Und dann müsste man einen Verbrauch von ca. 20 Milliliter haben. Je nachdem, wie groß der exakte Gehalt dieser Natronlauge ist. Rechnen Sie das also bitte selbst, ausdrücken Sie jetzt auf Pause und versuchen Sie das zu lösen. Bis inklusive dieser Grammzahl. Und es ist natürlich auch schon, wär natürlich auch gut, wenn Sie schon mal probieren, alleine die C zu lösen. Aber ich werde Sie nachher auch nochmal, wenn Sie es nicht alleine schaffen, nochmal ansprechen. Wenn man das Ganze eben dann richtig einrichtet, sieht man hier die Reaktionsgleichung. Oxalsäuredihydrat reagiert mit 2 NaOH, weil es halt eben eine zweiprotonige Säure ist, zu Natriumoxalat und insgesamt 4 Wassermoleküle. Also dieses Teilchen kann 2 Protonen abspalten, die beiden Protonen, die hier drin stecken. Ein Proton geht jeweils an ein OH- und gibt ein H2O. Die 2 Protonen geben mit den 2 OH- hier also schon mal 2 Wassermoleküle, die daraus entstehen. Hinzu kommen noch die 2 Wassermoleküle, die von Beginn an schon drin sind, deswegen eben 4 H2O. So, 20 Milliliter ist der Sollverbrauch und wir gehen von aus, dass die 1 Mol pro Liter hat, die Lösung.
Aus diesen beiden Angaben können Sie berechnen, dass man bis zum Sollverbrauch 0,02 Mol NaOH zugeben muss. Also in diesen 20 Milliliter ist dann so viel zugegeben worden. Wegen dem 2:1 Verhältnis ist es dann aber bloß halb so groß. Das ist also nur 0,01 Mol Oxalsäuredihydrat, die ich eben vorlegen muss. Das kann man auch gut mit dem Dreisatz ausrechnen. Der Koeffizient 2 entspricht 0,02 Mol. Was entspricht denn dann dem Koeffizient 1? Hier steht ja stillschweigend eine 1. Wenn 2 0,02 ist, dann ist 1 0,01. So, und diese 0,01 Mol, die kann man mit Hilfe der molaren Masse von 126,1 in eine Masse umformen und das sind dann eben 1,261 Gramm Oxalsäuredihydrat. Die werden eingewogen auf der Feinwaage und dann gibt man halt einfach Wasser dazu, dass sich das Ganze löst und dann kann man eben dazu titrieren. Die Natronlauge, wenn wir genau 20 Milliliter zugeben müssten bis zum Farbumschlag, dann hätte die tatsächlich genau 1 Mol pro Liter. Allerdings ist es jetzt hier ein bisschen anders. Es ist nämlich, wenn Sie die Aufgabe C jetzt lesen, so, dass die nach 19,2 Milliliter umschlägt. Hier steht ja auch, wie hoch ist der Verbrauch, wenn bis zum Umschlagpunkt nur 19,2 Milliliter Natronlauge verbraucht werden. Also schon hier sieht man, nach einem kleineren Volumen als die 20 Milliliter ist schon diese Stoffmenge hier zugesetzt worden. Also schon nach 19,2 Milliliter ist schon diese Stoffmenge zugesetzt worden. Man kann also daran schon erkennen, dadurch, dass wir weniger Volumen brauchen, ist die Natronlauge konzentrierter als gedacht, weil es reichen schon 19,2 Milliliter, damit hier 0,02 Mol drin sind. Und jetzt kann man eben den Titer ausrechnen. Es gibt eine ausführliche Variante und es gibt eine kurze Variante. Die ausführliche Variante will ich als erstes kurz mit Ihnen besprechen. Der Titer ist ja C ist durch C soll. C soll, wissen wir, ist 1 Mol pro Liter bei der Aufgabe. C ist uns nicht bekannt. Aber die Reaktionsgleichung ist nach wie vor die gleiche wie vorher. Ich habe sie hier schon mal hingeschrieben. Da mich die Produkte nicht weiter interessieren, habe ich nur Produkte hingeschrieben. Auch das haben wir vorher schon berechnet. Dass man eben 1,261 Gramm einwiegt und dass das 0,01 Mol entspricht. Und diese Reaktion, die halt eben zu dieser Oxalsäure wird ja Natronlauge jetzt getropft und die reagieren ja im Verhältnis 1:2. Und bis zum Umschlagpunkt, wenn ich diese Stoffmenge Oxalsäuredihydrat vorlege, werde ich die doppelte Menge Natriumhydroxid verbraucht haben. Das sind eben diese 0,02 Mol, die da drin sind. Und diese 0,02 Mol, die sind halt eben schon enthalten in 19,2 Milliliter, weil da schlägt ja die Lösung um. Das heißt, da habe ich eben genau diese Stoffmenge zugegeben. Und aus diesen beiden Angaben können Sie natürlich C ist berechnen, weil Sie wissen ja dann, wie viel Mol pro Liter das Ganze hat. Und dann können Sie mit der Formel eben den Faktor T ausrechnen. Und wir haben schon mal hergeleitet, dass es größer 1 sein soll, die Zahl, weil wir ja weniger Natronlauge verbrauchen als gedacht. Das heißt, die Lösung muss irgendwie konzentrierter sein. Rechnen Sie das also bitte aus. Drücken Sie auf Pause und rechnen Sie es kurz selbst aus. So, was da rauskommt, das schreibe ich jetzt erstmal hier nicht hin, weil das kann ich Ihnen auch noch auf einem anderen Weg herleiten, ob Sie es richtig gerechnet haben. Das ist nämlich die kurze Variante. Das war die ausführliche Variante. Bei der kurzen Variante, Moment, schreiben wir auf, kurze Variante. Da gilt halt eben schon folgende Betrachtung, oder da kann man das anhand folgender Betrachtung festmachen, eben, dass wir ein kleineres Volumen haben, was wir verbrauchen, als gedacht. Deswegen ist die Natronlauge konzentrierter. Und wenn man das beachtet, kann man das auch direkt berechnen. Schreiben wir also kurz auf, je geringer,
der Verbrauch an Maßlösung, desto konzentrierter ist sie. Und wenn halt der Verbrauch kleiner ist als der Sollverbrauch, dann ist sie konzentrierter als gedacht und dann ist der Titer größer 1. Also ist der Verbrauch V ist kleiner als V soll, so ist C ist entsprechend größer als C soll. So, und wenn man das beachtet, kann man eben den Theta auch noch viel einfacher berechnen. Der Theta ist nämlich nichts anderes als V soll durch V ist. Also Achtung, diesmal ist der Quotient andersherum gebildet. Diesmal steht der Sollverbrauch V soll oben. Und bei uns zum Beispiel ist der Sollverbrauch 20 Milliliter. Ich verbrauche aber nur 19,2 Milliliter. Und Sie sehen schon, vom Quotient her gibt es etwas, was größer ist als 1. Und es ist nämlich gerundet 1,0417. Und das ist halt eben der Theta, den diese Lösung hat. Den kann man also auch so rum direkt ausrechnen, wenn man den über die Volumina, wenn man die eben miteinander vergleicht. Dass man aber hier muss man aufpassen, dass man richtig rum den Quotienten bildet. Das müssten Sie auch mit der ausführlichen Variante rausbekommen haben als Wert.